Hallo zusammen. Heute haben wir wieder was Neues vom Kupferwurm. In unserem letzten Video habe ich ja mein imaginäres Fahrzeug von Wechselstrom auf Gleichstrom umgebaut. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir da ein bisschen Schnickschnack und Sachen mit einbauen. Und darum war ich beim SIP einkaufen und habe mir hier ein bisschen was besorgt. Einmal ein SIP-Tacho, einmal schicke LED-Blinker mit dem passenden Relais, eine USB-Steckdose, eine Erweiterung fürs Abgasmessen für ein SIP-Tacho, einen schicken LED-Scheinwerfer und ein LED-Modul fürs Rücklicht. Anfangen tun wir jetzt mal mit dem SIP-Tacho. Das ist das Einfachste und Wichtigste, was wir einbauen. Und die wichtigsten Kabel an dieser ganzen Verschaltung ist jetzt eigentlich das blaue Kabel, was wir noch frei haben. Das war die Vorbereitung fürs Blinker-Relais. Da sehen wir noch das blau-weiße Kabel. Das geht dann nach oben zum Blinkerschalter. Im Moment interessiert uns aber nur das blaue Kabel und eine Masse. Die Masse holen wir uns einfach von der Verschraubung vom Regler und starten jetzt mit der Blackbox. Der Anschluss von der Blackbox ist relativ simpel. Das rote Kabel stromführend müssen wir auf das blaue bringen. Das schwarze Kabel, die Masse, bringen wir auf den Ground, auf den Massepunkt. Und das braune Kabel für den Drehzahlabgriff, auf den gehe ich gleich ein. Bevor ich jetzt das schwarze und rote Kabel fix ans Fahrzeug anschließe, schaue ich erstmal mit den ganzen Systemen, wie viele Anschlüsse ich brauche. Ich pinne jetzt erstmal den USB mit ein. Da wird so ein Verbinder mitgeliefert. Wird einfach angesteckt. Und das USB-Kabel. Somit bekommt das USB-Kabel von der Blackbox auch einen Strom. Könnt ihr Handy laden, was auch immer. Das gleiche Spiel mache ich mit der Konverterbox von dem Abgastemperatur-Tool. Da wird das gleiche Kabel mitgeliefert. Das zweipolige Kabel wird an den Temperaturstecker vom Tacho angesteckt. Und dieses lange Lieferumfang-Tacho verbindet die Blackbox mit dem SIP-Tacho. Und jetzt bauen wir das Ganze mal trocken zusammen. Jetzt habe ich die beiden Blackboxen, einmal Tacho, einmal EGT und den USB-Anschluss unter die linke Backe gebaut. Das Spannungsversorgungskabel und das Temperaturkabel vom Tacho wird einfach durch den Tunnel bis zum Tacho oben verlegt und am Tacho angeschlossen. So, natürlich habe ich mir auch einen Signalkonverter gekauft, weil beim Gleichstrombord ist es ein bisschen schwierig, die Drehzahlabnahme herzustellen. Das ist eigentlich relativ simpel, das Ding. Diese Lasche von dem Konverter mit der Schraube wird einfach aufs Zündkabel geklemmt. Das rote Kabel ist die Spannungsversorgung, das schwarze Masse und das weiße Kabel wird mit dem braunen von der Blackbox verbunden und gibt das Drehzahlsignal über die Blackbox in unseren Tacho. Der Tacho wird dann auf 1 gestellt bei den Drehzahlsignalen. So, wir haben jetzt einmal das rote und schwarze Kabel von der Blackbox, dann das rote und schwarze Kabel vom Konverter und unser Eingangskabel vom Blinkerrelais. Und die müssen alle von hier Strom kriegen. Und da zeige ich euch jetzt, wie man am einfachsten so einen Stromverteiler herstellt, dass ihr das nicht irgendwie mit Stromdieben anklemmen müsst, sondern dass ihr das auch wieder lösen könnt und dass das sauber ausschaut. So, ich habe mir hier ein paar so Flachsteckverbinder, Weibchen, Männchen, Ösen und so Kabelverbinder besorgt und ein paar Kabel. Ich weiß jetzt, ich brauche 3-mal Anschluss für Plus und 3-mal für Minus. Jetzt gehe ich einfach her und schneide mir hier erstmal 3 gleich lange Kabel ab. Nimm mir so einen Verbinder, noch eins bisschen kürzer. An das kleine Schwänzchen hier machen wir uns einen männlichen Flachsteckverbinder. Bevor ihr den ankrimmt, dran denken, der Schrumpfschlauch muss jetzt vorher drüber, weil von der dicken Seite bringt man nicht mehr drüber. So, und auf diese 3 Schwänzchen machen wir dann jemals ein Weibchen hin. Das wird jetzt unser Stromverteiler. Und das gleiche für die Masse habe ich auch schon vorbereitet. Diesmal nicht mit einem Kabelschuh, sondern mit einem Ringkabelschuh, das wir auf den Massepunkt legen. Jetzt krimpe ich die
Gegenstücke an die Kabel von der Blackbox und vom Signalkonverter an, dass wir das dann anschließen können. Bevor wir jetzt unsere beiden Verteiler am Fahrzeug anschließen, machen wir eins, wir klemmen den Minuspol von der Batterie ab. Das solltet ihr immer machen, wenn ihr an der elektrischen Anlage irgendwas umbaut, Minuspol weg, dann kann nichts passieren. So, einmal der Plusverteiler, einmal die Blackbox, einmal der Signalkonverter. Das ist dann für unser Blinkerrelais, unser Masseanschluss. Wird dann hier auf dem Massepunkt verschraubt. Jetzt fehlt uns noch unser Blinkerrelais. An dem dritten Ast von dem Stromverteiler. Rot Eingang Blinkerrelais, schwarz Ausgang in die Zuleitung vom Schalter. Was wir noch nicht gemacht haben, ist das Signal vom Konverter auf die Blackbox. Das habe ich schon mal vorbereitet. Einmal zusammengesteckt. Damit hätten wir die ganzen Geschichten fertig angeschlossen. Hier am Signalkabel vom Konverter haben wir auch einen Kabelschuh gesetzt. Und an dem Eingang Drehzahlsignal von der Blackbox das Gegenstück, das können wir jetzt auch zusammenstecken. Damit hätten wir jetzt alles hier unten angeschlossen. Und bevor wir jetzt die Batterie wieder anschließen, schauen wir nochmal, ob wir wirklich alles richtig gemacht haben. Angefangen haben wir mit dem Tacho. Wir haben die Blackbox verkabelt, plus über den Verteiler ans abgesicherte Plus vom Zündschloss. Wir haben den Signalkonverter plus dasselbe. Wir haben das Blinkerrelais, auch Plusleitung, abgesichert. Wir haben die Masseleitung vom Konverter und von der Blackbox an den Masseverbinder vom Rahmen gesetzt. Am Fahrzeug solltet ihr das natürlich mit Kabelbinder, wie auch immer, sauber verlegen, dass er den Überblick nicht verliert. Und jetzt können wir die Batterie wieder anschließen. Und das ganze System funktioniert. Natürlich bekommt dieses Fahrzeug auch die LED-Blinker. Die wollte ich euch kurz zeigen. Ganz simpel aufgebaut. Hier ist ein Gummi zum Klemmen. Hier ist eine Schraube. Man dreht es so weit, bis der Gummi stramm ins Lenkrohr geht. Und dann kann man am Blinker selber noch mal eine Viertelumdrehung weiterdrehen und dann ist der fest. Anschluss auch ganz simpel. Schwarz auf Masse. Da könnten wir uns zum Beispiel diesen Massepunkt oben im Lenker nehmen vom Kabelbaum und das rote Kabel auf dieser Seite, natürlich Blinkerschalter mit L gekennzeichnet, auf der rechten Seite die übrige vom Blinkerschalter. Damit werden die Blinker angeschlossen, Strom haben sie unten übers Blinkerrelais. Als nächstes der LED-Scheinwerfer. Der hier hat jetzt drei Anschlüsse, weil er kein Standlicht drin hat. Ganz klassisch, schwarz Masse, dieses komische Braun, Abblendlicht, lila Fernlicht. Kann man Plug and Play an unseren Kabelbaum anstecken. Die Kabelschuhe passen. Und selbiges ist bei der LED-Platine fürs Rücklicht. Wir haben ein schwarzes Kabel, ein gelbes Kabel für Standlicht- und Nummernschildbeleuchtung und das blaue Kabel fürs Bremslicht. Wird einfach auf die Kabel aufgeschoben, wenn kein Kabelschuh vorhanden ist. Einfach auch mit diesen kleinen aus dem Zubehör sich aushelfen. Und dann habt ihr das alles angeschlossen. So, von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Das ist alles angeschlossen. Die Vorteile von dieser ganzen Gleichstromgeschichte sind, wie ihr seht, man kann einen Haufen Zeug anschließen. Ich habe jetzt nur ein bisschen was gemacht. SIP-Tacho, mega viele Funktionen. Ein LED-Scheinwerfer, ihr seht einfach mehr, ein optimiertes Rücklicht, ihr werdet besser gesehen. LED-Blinker schauen einfach cool aus, funktionell. Geschichten wie EGT oder vielleicht eine Lambda-Sonde helfen euch beim Motor abstimmen, schützen euch vor irgendwelchen Schäden. Außerdem macht das Ganze Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Wenn es euch gefallen hat, läutet die Glocke, lasst ein Like da, hinterlasst einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.